seinen kleinen Sohn Maximilian, der im Krankenhaus liegt. Vielleicht kann er ja auch für ein paar Minuten abschalten. Michal Doležal aus Tschechien, aus Liberec. Der knüppelharte Hang, er fordert auch Tribut von Michal Doležal. Er springt. Da, verkantet. Oh, da war nichts zu machen. Das ist so glatt. Da muss alles passen. Ganz leicht verkantet. Dann gerät der rechte unter den linken Ski. Und da gibt es dann kein Halten mehr. Es ist ihm hoffentlich nichts passiert. Hier sehen wir es nochmal. Aufsprunggeschwindigkeit etwa so wie die beim Absprung. Knappe 90 Kilometer pro Stunde. Früher war das ja bei der alten Technik noch viel anders. Da musste man erst einmal kräftig nach oben springen, legte sich dann auf die Ski, zog dann hinunter. Und da war die Aufsprunggeschwindigkeit weitaus höher.